Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Der nächste Tag ist angebrochen. Ich habe mich mal ein bisschen informiert, wo wir Eisen finden. Ja, man kann Eisen meinen, aber noch ziemlich tiefer, als wir gerade sind. Das ist nicht sonderlich vorteilhaft. Allerdings haben wir beim letzten Mal ja auch gesehen, dass wir uns hier diese, ja, Treppen im Prinzip nach unten bauen können für 99 Steine. Was wahrscheinlich nicht schlecht ist. Steine haben wir ja relativ viele. Naja, geht so. Aber so würden wir auf alle Fälle nach unten kommen. In der Mine. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen halt für Eisen wirklich hier runterkommen. Level 40. Und das wäre schon ziemlich viel. Ich meine, wir sind nicht mal Level 10 runtergekommen. Auf der anderen Seite. Mit diesen Treppen wird es natürlich deutlich einfacher gehen, weil wahrscheinlich alle 5 Level ein Aufzug ist. Dementsprechend kommen wir relativ schnell dann runter, wenn wir mal erst bei Level 10 sind. Weil wir dann entweder nur Steine brauchen oder den Aufzug eben benutzen können. Naja, egal. Jedenfalls schauen wir uns ganz schnell in den Fernseher an. Wetter, wie wird es morgen? Ich hoffe, dass es regnet. Dann muss ich nicht gießen. Da freue ich mich tatsächlich mittlerweile immer sehr. Wolkig mit Pollen und leichter Brise. Großartig. Gut, dann müssen wir jetzt mal wieder gießen. Die Axt nehme ich mal mit. Und was wollte ich haben? Genau, das wollen wir zum Museum bringen, genauso wie diese Schriftrolle. Und was wir auch brauchen. Wenn wir dann schon drüben sind, schauen noch mal ganz schnell, was wir brauchen, um unsere Pickaxe aufzurüsten. Denn wir haben gerade nur 4 Kupferbars. Genau. Gut, dann machen wir erstmal jetzt das tägliche Brot. Ah, guck mal, hier ganz viel Zeug zum Ernten. Das ist schon mal super. Weil das sind ja diese Parsnips. Und die wollte ich eh nicht nachernten. So, was ich nur gerade sehe, ist, das lässt nach, wenn ich nichts drauf pflanze. Also, wenn wir dann unser Feld irgendwann mal gedüngt hatten und eine Zeit lang nichts mehr drauf hatten, dann ja, geht das natürlich irgendwann weg. Und dann haben wir quasi das gedüngte Feld verspielt. Ja, mei, ist halt so. Also das große Problem eigentlich ist wirklich Energie. Und solange wir hier die ganze Zeit gießen müssen. Ich meine, schaut unten hier auf die Energieleiste. Die geht schon enorm runter. Wir bräuchten wirklich Eisen, dass das automatisch passiert. Aber Eisen ist mir einfach zu teuer zu kaufen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Muss ich mal nach dieser Aufnahmesession, also ich werde jetzt dann noch ein paar am Stück mehr oder weniger aufnehmen. Ich muss mich, glaube ich, wirklich mal informieren, was da wirklich am besten ist. Oder noch besser, wenn ihr Tipps für mich habt, bitte schreibt sie mir in die Kommentare. Also ich bin wirklich dankbar über jeden klugen Tipp. Ich habe ja schon mal den Tipp bekommen, dass es sich gelohnt hat, drüben die Brücke zu reparieren. Ja, hat sich im Prinzip schon gelohnt. Und dementsprechend bin ich über sowas sehr dankbar. So, Brief schnell lesen. Farmer Gnulf, ich habe einen Request für dich. Ich brauche frischen Blumenkohl für ein Rezept, das ich machen möchte. Das könntest du mir einen vorbeibringen? Ja, muss natürlich erstmal wachsen. Ne? Dann können wir weiterreden. Jetzt muss ich gerade mal wieder überlegen, brauchen wir nicht. Was brauchen wir im Community Center? Was hier? Hier, wir brauchen 5 von den goldenen Parsnips. Das heißt, das sollten wir am besten nicht verkaufen, weil sonst wir brauchen ja 5.
Und die Rest, die könnten wir. Wir könnten natürlich auch einfach mal sagen, wir nehmen mal fünf von denen mit. Von den billigen. Die geben wir jetzt 25 Energie. Dann könnten wir uns 100 Energie auffüllen. Plus das Seegras, was genau dasselbe machen würde. Jo, das machen wir. Das legen wir zurück. Die Ho nehme ich mal mit. Und dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Energie, wenn wir wieder meinen gehen. Und die wollen wir behalten. Nee. Das habe ich jetzt ein bisschen falsch rum gemacht. Die wollten wir weghaben. Nochmal reingehen. Juhu, macht ja so viel Spaß. Genau. So, so rum, so rum. Die wollte ich mitnehmen. Und dann trage ich auch mal diese Steine mit mir rum, damit wir uns eventuell Treppen in der Mine bauen können. Und gehen dann mal hier entlang. Unseren üblichen Weg. Unseren Rundgang. Ich würde fast sagen, wir verzichten mal auf den Rundgang nach unten, lesen aber trotzdem schnell hier, was los ist. Eine Seaweed. Wenn Mani. Ja, prinzipiell haben wir das ja sogar gerade dabei. Wer war denn Mani? Oh, wenn ich mir wenigstens mal Gesichter gescheit merken könnte. Wie im echten Leben. Namen und zuordnen. Aha. Okay. Wo soll die wohnen? Dralali. Oh, da oben waren wir immer noch nicht. Das sollten wir auch mal hingehen. Keine Ahnung. Wer mir nicht zufälligerweise über den Weg läuft, hat Pech gehabt. Wie gesagt, ich weiß ja nicht mal, wo sie sein sollen. Das ist eigentlich das große Problem. Ich würde sie ja nicht mal finden. So, auf der einen Seite, genau, hier wollten wir reingehen. Ah, okay, einfach daneben geklickt. So, dann schauen wir mal. Donate. Okay, also das können wir donaten. Aber eigentlich nur eins, oder? Das andere würde ich behalten. Nur eins. Genau, so passt das. Und ganz ehrlich, ich muss die Schriftrolle hier donaten, damit sie mir erzählt, was. Okay, neue Belohnung. Okay, das ist schön. Und mehr donaten will er nicht. Was haben wir jetzt für eine Belohnung bekommen? Jodie's Request. Achso, das war das Neue. Wo ist meine Belohnung? Collect Rewards. Melonen. Oh, plant dies in Summer. Das ist sehr schön. Das ist gut. Ja. Es ist aber schon noch Frühling, oder? Ich weiß noch immer noch nicht so wirklich, wie ich erkenne, was tatsächlich jetzt für eine Jahreszeit ist. Irgendwo kriegt man es, glaube ich, angezeigt. Okay, dann gehen wir ganz kurz nochmal zum Blacksmith zu gucken, was der kostet. Upgrade Tools. 2000. Okay, können wir uns eh gerade nicht leisten. Und 5 Kupferbarren. 2000. Merken wir uns auf alle Fälle. Och, muss ich erst über die Brücke gehen lassen. Hallo, willst du mich trollen? So, was hier. So, der Bürgermeister macht hier auch ein bisschen Sport.
Thank you.